Hey Leute, wir haben gerade 2 Uhr morgens, ich kann nicht schlafen. Ich habe aber gerade richtig Lust, Assassin's Creed Revelations für euch zu Let's Playen einen weiteren Part aufzunehmen. Und deswegen muss ich auch ein klein wenig leiser sein, denn ihr müsst verstehen, die anderen schlafen. Und ja, wir sind jetzt wieder in der Haut von Desmond. Liegt ganz einfach daran, dass wir in der letzten Folge die Sequenz 6 beendet haben, glaube ich. Und dann, als ich die Konsole jetzt angeschaltet habe, bin ich hier gelandet. Ich denke einfach mal, ich muss... Was ist das? Naja, ist auch egal. Also, ich denke, ich muss durch das Portal, deswegen mache ich das auch mal. Und mal sehen, was uns auf der anderen Seite alles wieder so erwartet. Vielleicht ist das auch schon das Grande Finale. Ich habe Konstantinopoli verlassen und bin ins anatolische Hinterland aufgebrochen. In eine Gegend namens Kappadokien, wo Manuel sein Heer ausbildet. Mit etwas Glück bin ich nicht allein, denn es gibt dort osmanische Spione, die auf den rechten Moment warten, um zuzuschlagen. Doch wie immer vertraue ich nur auf mich und halte die Erinnerung an Sophia in meinem Herzen. Claudia, du würdest lachen, könntest du die rasenden Gedanken deines Bruders lesen. Ich bewundere Sophia mit tieferer Zuneigung, als ich je für möglich gehalten hätte. Nach Christinas Tod ist auch in mir etwas gestorben. Doch dieses Gefühl, diese Fähigkeit zu lieben, ist wieder erwacht. Ich verehre Sophia. Jedoch wage ich nicht, sie in mein Leben hineinzuziehen. Nicht ohne Angst, sie zu verletzen oder gar zu verlieren. Okay, Sequenz 7, die Unterwelt. Kappadokien, März 1512. Kein Anzeichen für eine Armee hier. Und keine Spur von Tariqs Männern. Gut, die verborgene Stadt. Bei der Verfolgung von Manuel Palaiologos hat Ezio eine Region namens Kappadokien erreicht. Finden Sie die vermissten osmanischen Spione und arbeiten Sie mit ihnen zusammen, um die Templer aufzuspüren. Ja, wir dürfen nicht entdeckt werden, aber ich denke, das dürfen wir doch mal schaffen. Die Höhen von Kappadokien untersuchen. Neue Gegenstände in Buchläden freigeschaltet. Naja, also wir werden uns jetzt mal hier mit der Gegend auseinandersetzen. Sieht doch schon mal ganz cool aus. Und ich denke, das Spiel dürfte sich wirklich mal so langsam dem Ende nähern. Ich meine, sieht doch schon nach einem Finale aus. Oder nach der finalen Sequenz. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal rein in die gute Stube. Bin ja mal gespannt, was uns hier unter der großen... Oh, ich sehe schon. Eine unterirdische Stadt, nicht schlecht. Gut, die Höhlen von Kappadokien untersuchen. Ja, ich denke, das Ziel ist ganz klar. Ich hoffe einfach mal. Dass uns diese Wachen nicht misstrauisch werden. Aber ich denke, ich gehe erstmal auf. Ja. Den Boden zurück. Nicht, dass ich irgendwie schnell entdeckt werde. Aber das Ziel ist auf jeden Fall klar. Spannend, Leute. Echt spannend. Okay. Ich muss da hoch. Okay. Ah. Was ist denn das? Kann ich hier weiter? Oder irgendwas Spezielles machen? Scheint aber nicht so. Deswegen gehe ich mal wieder kurz zurück. Mal sehen, was passiert, wenn ich hier entlang gehe. Und dann gehe ich hier auch nochmal ein bisschen höher. Oder ich muss doch nicht da hoch.
Aber das sieht hier irgendwie so gut aus, dass ich hier hochklettern könnte. Was ich aber kurz machen werde. Oder Leute, ich versuche einfach mal mein Glück und gehe da hoch. Könnte ja sein, dass mich mein Täuschungssinn diesmal nicht trügt. Ich hätte euch nicht besser pflegen können. Ich nutze seine Geist für einen Mann. Nicht wie Costa. Okay. Jetzt bin ich aber eher mehr oder weniger im Kreis gelaufen. Hier kann ich aber hoch. Ja, das sieht doch schon vielversprechend aus. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal kurz den Weg. Na komm, hoch mit dir, du alter Sack. Und hier kann ich auch weiter hoch. Ja, ich nehme einfach mal an, dass ich hier rüberspringen muss. Und mit einem gekonnten Einsatz der Hakenklinge ist das natürlich auch kein Problem für mich. Zwei Wege. Ich nehme einfach mal den hier, weil der führt mich, glaube ich, dem Ziel etwas näher. Nein. Was ist denn das hier? Ach, das können wir doch mal gerade plündern. Ein bisschen Geld. Indisches Pulver. Was will man mehr? Ich bin jetzt natürlich ein bisschen übervorsichtig, nicht, dass ich hier runterfalle. Okay. Ich kann hier rum. Und ich synchronisiere. Okay, gut. Wahrscheinlich kann ich hier auch runterspringen, ja. Jetzt muss ich nur Tariqs Spion ausfindig machen. Und oh mein Gott. Dieser Mantel. Moment mal. Ich war sicher, ich hätte ihn gesehen. Oh nein. Du hast nichts gesehen, mein Lieber. Da habe ich doch gerade nochmal Glück gehabt. Aber die schauen mich nicht genauer an. Okay, gut. Ich darf sie bloß nicht anrempeln, nicht, dass sie misstrauisch werden. Und jetzt wird es Zeit, meinen Adlersinn einzusetzen. Und die Spione ausfindig zu machen. Na, komm. Na. Aha. Katara, beruhigt euch! Was macht ihr denn? Oh oh. Mist. Mist, 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 Mist. Meine volle Synchronisation, na ganz toll. Schade. Sehr, sehr schade sogar. Glück gehabt, dass mich nicht die anderen Wachen noch entdeckt haben. Aber ich war so nah dem Ziel. Beruhigt euch. Tariq schickt mich. Nur euch? Warum nicht mehr? Ich reiche aus. Wo sind eure Männer? Vor über einer Woche von den Byzantinern gefasst. Ich war als Sklave verkleidet und konnte entkommen. Aber die anderen... Seid ihr ein guter Kämpfer? Das glaube ich schon. Sobald ihr euch sicher seid, kommt zu mir. Oh, ich bin mir sehr sicher sogar. Haben wir doch mal für eine Kleinigkeit Geld bekommen, aber es ärgert mich. Ach, das ärgert mich, Leute. Das war wirklich nicht schwer, das war eigentlich sau einfach. Ich hätte den bloß nicht anrempeln dürfen und dann hätte ich es geschafft. Dann würde ich sagen, gehen wir doch auch gleich weiter. Ich meine, hier können wir nicht groß irgendwie was synchronisieren oder irgendwelche Templerfesten erobern. Das ist ja klar. Und Reisemöglichkeiten gibt es ja auch nicht, deswegen muss ich immer hier schön quer durch die schöne unterirdische Stadt. Ah. Habt ihr das mitbekommen? Wir schnappten noch einen Spion des Sultans. Ein Weibsbild diesmal. Verkleidet als Dirne niederer Herkunft. Nun schickt er schon die Haremsmädchen, was? Dem Sultan gehen wohl die Krieger aus. Wohin brachtet ihr sie? Nein,
ins Gefängnis. Aber sie hält nicht lange durch. Nicht unter Shakulos Aufsicht. Oh oh. Tja, die Spionen, die mir aus dem Weg gingen, die Spionen, die Lara wurde von den Byzantinern entdeckt und gefangen genommen. Ihr Schicksal ist ungewiss. Finden und retten sie die Lara, bevor es zu spät ist. Ich darf niemanden töten. Okay, das wird schwer. Und wahrscheinlich sollte ich nicht so auffällig dem Typen folgen, sondern kann hier auch schön extravagant, ja, einen kleinen Umweg nutzen. Und ich bin auch schon im Sperrgebiet, na ganz toll. Jetzt schnell darüber sprinten. Wie lange noch, bis meine Soldaten mit diesen Waffen umgehen können? Höchstens ein paar Wochen. Die Janitscharen wissen, dass ich sie betrogen habe. Doch verfügen sie über die Mittel, sich zu rächen? Fraglich. Das Sultanszwist mit Selim beansprucht ihre Aufmerksamkeit. Was ist das für ein Gestank? Entschuldigt, Manuel. Diese osmanischen Gefangenen sind leider oft so zerbrechlich. Shakulo, so mäßig doch euren Ärger. Für wahr, der Sultan erniedrigt euer Volk. Doch das ist kein Grund, auf Menschen zu spucken, die am Boden liegen. Ihr da, holt die Frau aus dem Gefängnis und bringt sie zur Kapelle. Shakulo, ich habe keinen Schlüssel. Finde ihn. Wer hat den Schlüssel? Du? Ich glaube, Nikolaus hat ihn. Er hat frei und ist auf dem Markt. Gut, dann kann ich mir denken, was ich tun muss. Ja. Ich muss diesen Schlüssel beschaffen. Aber ich gehe sicherheitshalber auch hier diesen Weg zurück und verlasse so das Sperrgebiet, nicht, dass ich im letzten Moment noch entdeckt werde. Und jetzt gebe ich Gas, Leute. So. Da ist also lang gegangen. Oh, da musste ich mich gerade mal räuspern. Und einer von denen dürfte es sein. Naja, ist ja klar. Der Typ, den ich nur am schwersten beklauen kann. So, stehlen. Und abhauen. Jetzt muss ich noch zum Gefängnis zurückkehren. So, schnell wieder auf den Boden. Und aufpassen. Das ist echt hochspannend. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen nervös, muss ich zugeben. Denn ich meine, wir haben 2 Uhr morgens. Ich spiele Assassin's Creed Revelations. Da wird einem schon kribbelig im Bauch. Okay. Ich gehe natürlich den vorsichtigen Weg. Ist ja klar, ne? Oder auch nicht. Aber ich muss natürlich extrem aufpassen. Das ist das Sperrgebiet. Das ist echt schlimm. Wie komme ich denn am besten da hoch? Puh. Okay, gut. Das dürfte sich als etwas schwierig anpuppen. Hat er den Stamm verloren? Dann gehe ich hier hoch. Und versuche einfach mal hier mein Glück. Okay. Ich bin nun. Doch, ich bin im Sperrgebiet. Ja, bin ich. Ich warte einfach mal. Jetzt schnell hier hoch. Oder auch nicht. Und aufpassen. Nein, hier sind keine Wachen, nur die abgeschlachteten Leichen. Dieser Drecksack. Den werde ich auch noch bestrafen müssen. Fail.
euch Zeit gelassen. Gern geschehen. Aman Alachim. Was ist das? Nicht alle wurden gefangen genommen. Arme Männer. Alasi Tsiku Tsasin. Der turkmenische Abtrünnige war das. Shakulu. Ich bring ihn um. Wartet. Eine etwas höhere Summe ist doch gut. Und wir haben 100% Synchronisation, das gleicht doch den ersten Fällen ein bisschen aus. Und ich würde sagen, ich nehme ja schon wieder anderen 15 Minuten auf. Und ich meine, wir haben 2 Uhr morgens. Ich gehe am besten nochmal kurz dahin, zu meinem Ziel. Und dann schaue ich mal weiter. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt hier die ganze Mission beenden werde. So eine extra lange Folge, die gibt's dann, ja, ich denke einfach mal morgen. Oh oh. Aufpassen, nicht entdeckt werden.